Morgen, ihr Lieben, hier ist Jacqueline von My Healthy Spirit. Ja, ihr wolltet ja wissen, oder einige von euch wollten ja wissen, was meine Tochter, die vegan, beziehungsweise auch vegan rohköstlich ernährt wird, so den ganzen Tag isst. Genau, und deshalb mache ich jetzt heute hier dieses Tagesessensvideo von euch, für euch. Genau, es ist jetzt 9 Uhr in der Früh, wir müssen gleich los und jetzt gibt es aber gerade Frühstück. Und zwar gibt es jetzt hier einen grünen Smoothie. Also ich habe auch einen grünen Smoothie getrunken, sie trinkt auch einen grünen Smoothie. Und hier gibt es, das sieht jetzt nicht so toll aus, aber ist total lecker, warte mal, einen Chia-Pudding mit gefrorenen Himbeeren untergemischt und Kokosmus. Genau, das ist jetzt ihr Frühstück. Sie hat vorher schon eine Apfelscheibe gegessen, aber das ist jetzt ihr Frühstück, bevor sie in den Kindergarten geht. Das ist jetzt das zweite Frühstück auf dem Weg in den Kindergarten. Ist hier so ein, dieses selbstgemachte Voll-Raw-Brötchen. So, es ist jetzt 13.30 Uhr. Ich habe meine Tochter schon längst wieder vom Kindergarten geholt. Genau, im Kindergarten hat sie heute Nudeln mit Tomatensoße gegessen, weiße Nudeln mit Tomatensoße. Das gibt es bei uns nicht, aber das ist eben mein Kompromiss, dass sie halt im Kindergarten mit den anderen Kindern auch sowas essen kann, aber es wird dort auch immer vegan gekocht. Also es gibt immer, das habe ich ausgemacht, eine vegane Alternative, und sollte die mal nicht da sein, das erfahre ich vorher und gebe ich ihr einfach was mit. Genau, also sie hat eine ordentliche Portion weiße Nudeln mit Tomatensoße gegessen. Und genau, bei mir gibt es jetzt, ist jetzt auch Mittagessenzeit. Es gibt jetzt hier eine große Schüssel mit Salat, mit Spirulina-Dressing und eben Raw-Mozzarella mit Kürbiskernöl-Dressing und Frühlingszwiebel drauf und einen Voll-Raw-Brötchen, einen kleinen. Ich habe auch in der Zwischenzeit zwei Nektarinen gegessen und einen Apfel. Genau, und zwei Paranusskerne. Also, es ist jetzt kurz vor 3. Meine Tochter bekommt jetzt einen Nachmittagssnack. Dadurch, dass sie jetzt heute eben diese Nudeln zum Mittag gegessen hat und nichts Frisches, habe ich ihr jetzt nochmal einen grünen Smoothie gemacht, einen kleinen. Und dazu gibt es jetzt hier ein selbstgemachtes Kokoseis. Das ist nur jetzt halb roh. Normalerweise mache ich ein Rohkosteis, das ist jetzt nur halb roh, weil ich Kokosmilch wirklich verwendet habe. Genau. Und ich habe auch so ein Kokoseis gegessen und dann noch ein bisschen hatte ich übrig von so einem anderen Matcha-Eis, ein veganes Matcha-Eis. Da war noch ein bisschen was über. Wir gehen jetzt gleich auch wieder raus. So, also wir sind jetzt hier am Spielplatz und genau, ich habe immer so Snackboxen dabei und da knabbert meine Tochter immer ein bisschen. Da sieht man hier zum Beispiel sind da Nektarinen und hier Aprikosen, Marillen und Karotten. Und hier sind drinnen, ist drinnen Sellerie und auch nochmal Aprikosen und Gurken etc. Und wie gesagt, da knabbert sie immer so ein bisschen. Und es gab auch gerade so einen, ein kleines Stück von so einem Life Bar Riegel. Genau. Aber wie gesagt, nur ein kleines Stück gab es davon. Also fast hätte ich es vergessen. Wir sind jetzt beim Abendessen. Es gibt jetzt einen Salat mit gekochten Buchweizen drinnen. Da ist Rucola, dann normaler, hier so ein Kraussalat und eben Tomaten, Frühlingszwiebel und ja, und eben gekochter Buchweizen drin. Und dazu gibt es eben so Nori, Raw Nori Wraps, also das sind diese großen, wie, wo Maki normalerweise drin ist, aber halt in der Rohkost-Variante. Und da wrappen wir das einfach hier, diesen Salat so rein und essen das dann. Fast hätte ich noch vergessen, es gibt heute zu den Salat, Buchweizensalat,
habe ich heute mal gekochte Linsen gemacht. Genau, das sind einfach so Beluga-Linsen, dunkle Beluga-Linsen. Genau, und da haben wir jetzt beide noch einfach ein paar dazu gegessen, weil ich irgendwie das Gespür heute gehabt habe, dass ich das brauche. Das ist eigentlich so unser Tag. Meine Tochter hat vorher noch eine Banane gegessen. Und genau, und jetzt geht der Tag zu Ende. Ich trinke nachher wahrscheinlich noch einen Tee. Ja, so sieht unser Tag aus.